Herzlich willkommen im Online-Kurs IMPACT – Improvement of Education and Competences in Dietetics. Mein Name ist Alexandra Kolm und ich darf Ihnen heute ein Look and Feel zu diesem Online-Kurs vermitteln. Es handelt sich hier insgesamt um einen Kurs mit 6 Teilen. Sie sehen hier die Introduction, einen Kursteil zum Dietetic Care Process, einem Modell, dem alle Fallbeispiele folgen und insgesamt 5 Fallbeispielen. Einem Fallbeispiel zur Herz-Kreislauf-Erkrankung, Dickdarmkrebs, Adipositas, Schwangerschaftsdiabetes und gastrointestinale Beschwerden. Ich logge mich hier gleich mal ein. In der Introduction, gleich zu Beginn, finden Sie Informationen zum Kursstart, zur Kursdauer, zum Zeitaufwand, insgesamt zum Beispiel 25 Stunden pro Woche und den zu erwerbenden Credits. Jeder Kursteilnehmer stellt sich hier im Kursraum vor, und zwar mit einer Lieblingsspeise. Sie sehen hier 2 Beispiele mit einem Altwiener Suppentopf aus Österreich und einem French Toast einer Kollegin aus Belgien. Ich zeige Ihnen heute den Fallbeispiel zu kardiovaskulären Erkrankungen, das das Team der FH St. Pölten entwickelt hat. Sie sehen hier die Lernziele für das Fallbeispiel und ein Video zum Hintergrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Your arteries. Ich zeige Ihnen das Fallbeispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankung mit unserer Miss Queenie Heart. Sie sehen hier in der Fallbeschreibung Ihre Symptome und Genderunterschiede in der Symptomatik eines Herzinfarkts. Jeder Fall weist zu Beginn insgesamt 13 Evaluierungsfragen zu den relevanten europäischen Leitlinien auf. Sie finden hier Informationen in den Leitlinien, ich klicke hier schnell mal an, zu Risikofaktoren beispielsweise und Therapieoptionen der relevanten Erkrankungsbilder. Fit enough to test your knowledge leitet Sie zu den ersten 13 Evaluierungsfragen. Hier ein Beispiel. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für den Tod von mehr als 4 Millionen Europäern verantwortlich. Falsch oder richtig? Ich klicke hier mal richtig und Sie sehen, ich war richtig. Die Antwort passt und Sie sehen hier unten auch die Quelle Referenz zu dieser Fragestellung. Hier links finden Sie auch die 5 Prozessschritte, die in jedem Fallbeispiel durch umgesetzt werden. Und wir beginnen hier gleich mit dem ersten Schritt zum Dietetic Assessment, wo Sie relevante medizinische Diagnosen finden, eine klinische Akte mit klinischen Symptomen. Hier sehen Sie zum Beispiel alle Daten zum Alter, BMI, Gewicht, zur Bewegung, zu medizinischer Zuweisungsdiagnose, Medikamenteneinnahme und natürlich Laborparametern. Im zweiten Schritt hier die diätologische Diagnose. Hier entwickeln Sie basierend auf den Daten aus dem Assessment eine Ernährungsdiagnose. Hier unten im Kursraum sehen Sie auch den Fortschrittsbalken, der Ihnen anzeigt, wie viel Prozent des Fallbeispiels Sie bereits gelöst haben. Im dritten Schritt der Dietetic Intervention planen Sie Ihre Ernährungstherapie. Im vierten Schritt der Implementation finden Sie ein Beratungsvideo, wo Sie Ihre Therapie quasi umsetzen und analysieren, wie es der Patientin damit geht. Und im allerletzten Schritt legen Sie Ihre Monitoring- und Evaluierungsparameter fest und schließen mit einer abschließenden Reflexion den Fall ab, wo es unter anderem darum geht, was Ihre persönlichen Lernziele mit diesem Fallbeispiel anbelangen und wie es Ihnen in der Aktion mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Online-Raum gegangen ist.